Liebe Hörerinnen und Hörer, zum Nachtgebet der Kirche begrüße ich Sie nochmals ganz herzlich hier aus der Kirche St. Anton in Balderschwang. Wir beten gemeinsam die komplett, schließen den Tag ab, legen ihn in Gottes Hände. Und dazu lade ich Sie ganz herzlich ein, die Sie zuhören, die Sie zuschauen. Sind Sie mit uns im Gebet verbunden? Ein wesentlicher Bestandteil der Komplett am Sonntagabend ist der Psalm 91. Falls Sie mitbeten wollen oder dann mitverfolgen wollen, Psalm 91. Eine herzliche Einladung zum gemeinsamen Gebet. O Gott, komm mir zu Hilfe. Sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist, wie im Anfang, so auch jetzt und alle Zeit und in Ewigkeit. Amen. Halleluja. Blicken wir zurück auf den Tag, auf den heutigen Sonntag, Gaudete, das ist der Tag, an dem uns gesagt wird, freuet euch. Und trotz dieser Freude, trotz dieses Jubiläums 25 Jahre Radio Horeb, gibt es vielleicht Dinge, die heute nicht ganz gelungen sind oder wo sie am Nachgrübeln sind. Und all das legen wir jetzt in Gottes Hand, vertrauen ihm auch die Situationen an, wo wir schuldig geworden sind und bitten ihn um Vergebung. Ich bekenne Gott, dem Allmächtigen und allen Brüdern und Schwestern, dass ich Gutes unterlassen und Böses getan habe. Ich habe gesündigt in Gedanken, Worten und Werken durch meine Schuld. Durch meine Schuld, durch meine große Schuld. Darum bitte ich die selige Jungfrau Maria, alle Engel und Heiligen und euch Brüder und Schwestern, für mich zu beten bei Gott, unserem Herrn. Der allmächtige Gott erbarme sich unser. Er lasse uns die Sünden nach und führe uns zum ewigen Leben. Amen. Amen. Dich nicht zu fürchten vor dem Schrecken der Nacht. Wer dem Schutz des Höchsten wohnt
und ruht im Schatten des Allmächtigen. Ihr sagt zum Herrn, du bist für mich Zuflucht und Burg, mein Gott, dem ich vertraue. Er beschirmt dich mit seinen Flügeln, unter seinen Schwingen findest du Zuflucht. Schild und Schutz ist dir seine Treue. Du brauchst dich vor dem Schrecken der Nacht nicht zu fürchten, noch vor dem Pfeil, der am Tag dahin fliegt. Nicht vor der Pest, die im Finstern schleicht, vor der Seuche, die wütet am Mittag. Fallen auch tausend zu deiner Seite, dir zur Rechten 10-mal 1000. So wird es doch dich nicht treffen. Ja, du wirst es sehen mit eigenen Augen. Wirst zuschauen, wie den Frevlern vergolten wird, denn der Herr ist deine Zuflucht. Du hast dir den Höchsten als Schutz erwählt. Ihr begegnet kein Unheil, kein Unglück naht deinem Zelt. Sie tragen dich auf ihren Händen, damit dein Fuß nicht an einen Stein stößt. Du schreitest über Löwen und Nattern, trittst auf Löwen und Drachen. Weil er an mir hängt, will ich ihn retten. Ich will ihn schützen, denn er kennt meinen Namen. Wenn er mich anruft, dann will ich ihn erhören. Ich bin bei ihm in der Not. Befreie ihn und bringe ihn zu Ehre. Ich sättige ihn mit langem Leben und lasse ihn schauen, mein Heil. Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist. Wie im Anfang, so auch jetzt und alle Zeit. Und in Ewigkeit. Amen. Mit seinen Flügeln beschirmt dich der Herr. Du brauchst dich nicht zu fürchten vor dem Schrecken der Nacht. Lesung aus der Offenbarung des Johannes. Sie werden sein Angesicht schauen, und sein Name ist auf ihre Stirn geschrieben. Es wird keine Nacht mehr geben, und sie brauchen weder das Licht einer Lampe noch das Licht der Sonne, denn der Herr, ihr Gott, wird über ihnen leuchten, und sie werden herrschen in alle Ewigkeit. Deinem Knecht dein Handlitz,
hilf mir in deiner Güte. In deine Hände lege ich mein Leben. Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist. Herr, auf dich vertraue ich, in deine Hände lege ich mein Leben. Sei unser Heil, o Herr, derweil wir wachen. Behüte uns, da wir schlafen, auf dass wir wachen mit Christus und ruhen in Frieden. Nun lässt du, Herr, deinen Knecht, wie du gesagt hast, in Frieden scheiden. Die Heiden erleuchtet und Herrlichkeit für dein Volk Israel. Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist. Wie im Anfang, so und alle Zeit und in Ewigkeit. Amen. Sei unser Heil, o Herr, derweil wir wachen. Behüte uns, da wir schlafen, auf dass wir wachen mit Christus. Allmächtiger Gott, wir haben heute das Geheimnis der Auferstehung unseres Herrn gefeiert. Am Abend rufen wir zu dir. Bewahre uns in dieser Nacht vor allem Bösen. Lass uns in deinem Frieden ruhen und morgen den neuen Tag mit deinem Lob beginnen. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Amen. Eine ruhige Nacht und ein gutes Ende gewähre uns der allmächtige Herr. Amen. Amen. Liebe Hörer, liebe Zuschauer,
Am Ende dieses Sonntagabends, am Ende der Fernsehübertragungen, darf ich nochmals einen Blick auf diese Tage werfen. Die liturgische Farbe am Sonntag, Gaudete, ist eigentlich nicht violett, sondern rosa. Wir hören aus dem Philipperbrief: freue dich, es scheint schon das Licht von Weihnachten durch und deshalb wird das Violett erleuchtet und rosa. So was Ähnliches durften wir diese Tage hier in Balderschwang erleben. Wir haben zurückgeblickt auf 25 Jahre Radio Horeb. 25 Jahre mit Ihnen gemeinsam, viele, die jetzt zuhören, sind vielleicht sogar seit Anfang an mit dabei. Jeder weiß so seine Zeit, ab wann er Radio Horeb gehört hat und von wem er das erste Mal gehört hat. Und diese Tage, diese Stunden, die wir hier gemeinsam verbracht haben, jetzt am Wochenende, die wir gefeiert haben, die waren auch so ein Aufleuchten des Himmels, die uns nochmals bewusst gemacht haben, welchen Segen und welchen Schutz wir in den vergangenen Jahren erfahren haben. Jetzt könnte man sagen, morgen ist wieder violett, morgen wird es wieder etwas dunkler, morgen beginnt der Alltag. Nein, ich fordere Sie auf, dass wir dieses Licht, diese Gemeinschaft, diese Freude über das Jubiläum, dass wir das mit hineinnehmen in diese Woche, mit hineinnehmen in die kommenden Wochen und Monate, dass es uns ein Ansporn ist für das gemeinsame Miteinander hier bei Radio Horeb. Meine Kollegin Sabine Böhler hat heute Nachmittag einen Versprecher sich geleistet und hat gesagt, vom Baum zum Saatkorn. Eigentlich heißt das Motto vom Saatkorn zum Baum. Und wir haben vorher kurz drüber gesprochen und ja, vielleicht ist jetzt auch die Zeit gekommen, wo so manche Saat neu aufgeht, wo dieser Baum, Radio Horeb, neue Saat bringt. Und das nehmen wir mit hinein in die kommende Zeit. Bringen wir Frucht im Alltag, dort, wo wir sind, wo wir leben, wo wir arbeiten und dort, wo wir gemeinsam beten und gemeinsam Jesus auf der Spur sind. Hier bei Radio Horeb, bei EWTN, bei KTV, dort, wo das Wort Gottes weitergegeben wird. Ich lade Sie dazu ein und ich möchte Ihnen den Segen Gottes zusprechen. Gleich im Anschluss noch die herzliche Einladung zur Sendung Gott hört dein Gebet. Meine Kollegin Myriam Abouit-Gölz wird diese Sendung aus Ravensburg von unserem Studio dort moderieren. Ich freue mich, wenn Sie auch zu dieser Stunde dann noch im Gebet mit dabei sind. Und so gehen wir in diese Nacht mit dem Schutz, mit der Zusage von Gott, dass wir uns freuen sollen, dass wir unter seinem Schutz stehen. Und so segne Sie auf die Fürsprache der Mutter Gottes von Guadeloupe, der dreifaltige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Amen. Was ist